Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Fordi dabei. Wir haben uns was komplett Bescheuertes vorgestellt, überlegt. Alter, ist das hell. Boah. Und zwar, wir werden hier drin sind vier Künstler und vier Genres aufgeschrieben vom lieben Leon. Ich bin der Kameramann. Und wir müssen blind hier drauf malen. No shit, Sherlock. Der andere muss es erraten. Das wäre nüchtern schon schwierig. Wir haben es aber natürlich so gemacht, dass man was gewinnen und verlieren kann. Wir haben uns gedacht, weil Fordi dabei ist und bald Konzerte anstehen, dass sozusagen, wenn er verliert, es zwei Tickets zu seinem Konzert gibt, plus dieses scheiß scharfe Ding. Das Ding ist wirklich scharf, aber wir haben gerade hier Ananas-Spieße gegessen. Ich habe das so dazu gegessen. Über den kompletten, ich bin so ein Scharfesser. Und ich habe über die komplette Mahlzeit das verteilt gegessen, es war scharf. Und du sagst schon, dass es scharf ist. Also ich fand es scharf, vielleicht ist es jetzt ein anderer, aber der war... Ich hab voll scharf. Egal, ist ja auch egal. Im Endeffekt, es soll euch Spaß machen. Sollte ich verlieren, exakt das gleiche, zwei Tickets zu seinem Konzert auf meinen Nacken plus dieses leckere, scharfe Ding. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach an und haben jetzt Spaß. Wir werden es so machen, wie gesagt, 8 Zettelchen haben wir hier drin. Das heißt, nach 4 werden wir einfach wechseln. Und ja, jeder, der gemalt hat und der andere erkennt es, kriegt einen Punkt. Also derjenige, der künstlerisch hier sich ausgelebt hat. Ach du Scheiße. Egal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Lass uns Schnick, Schnack, Schnuck machen, ja, wer anfängt mit dem Ganzen. Ich ziehe jetzt ein Ding. Okay, ich habe den ersten ausgewählt. Brille auf. Ja, ganz wichtig, was für den auf jeden Fall steht, ist... Aha. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges. Du hast schon sehr gut gemalt, dafür, dass du blind bist. Ich habe keine Ahnung, doch. Wenn das gepasst hat. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig für diesen Künstler. Ich weiß das schon. Ja, dann sag. Samra. Wow! Ich hab nur die Zigarette direkt erkennt. Ja, Samra war's. Du bist dran. Oh. Ich guck mich hin. Boah, das wird jetzt ganz schwierig. Magen. Magen-Darm. Boah, das ist so schlecht. Leber. Oh Gott, das ist so schlecht gemacht. Ich hab jetzt voll vergessen, wo der Mittelpunkt ist. Gitarre? Rock? Ja. Echt jetzt? Geil! Aber das ist doch... Ey, ist scheißegal, ich konnte es erkennen. Ey, weißt du, wo ich dachte, okay, es ist eine Gitarre, wo du hier noch in der Mitte das Ding malen wolltest, ja, oder? Ja, das Loch, ne? Hätte doch eine Bronze sein können. Ich hab mir das hier irgendwie nicht so breit vorgestellt. Hast du es gerockt, Alter? Ja? Oh, keine Ahnung, wo jetzt der Dingens weitergeht. Was? Also, das wäre das Erste. Erkennst du das? Also du weißt es nicht. Ja? Digga, ich krieg die Striche nicht mehr getroffen. Okay, immer noch nicht. Okay, warte, dann mal ich es hier nochmal. Aber was soll das sein? Ah, okay, doch, ich weiß es. Ja, sag. San Diego. Ja! Oh, es war so schwierig! Es war so schwierig! Und das sollte SpongeBob sein. SpongeBoss. Das sollte irgendwie der Schwamm sein, Alter. Ich dachte die ganze Zeit, warum war irgendwie so ein... Ey, da hab ich's ja noch getroffen, Alter. Aber du hast es noch rausgefunden, Alter. Also ich weiß, was ich malen will, aber ich weiß nicht, ob ich das... Jo, so ging's mir gerade auch. Warte mal, also eigentlich müsste ich das hinkriegen, oder nicht? Okay, okay, zeig mal her. Okay. Scheiße, Mann, ich hab gar keine... Gesicht. Okay, ein Gesicht passt schon mal. Ich hoffe, die sind jetzt so im richtigen Bereich. Kotzt der? Scheiße. Okay, das war scheiße. Ah, der will, ich glaube, das soll in 3-Tage-Bart mäßig werden. Ah, das ist so schwer, Mann. Wie mache ich denn jetzt hier so ein... Wir lassen ihn erstmal malen. Er kennt gar nichts, ne? No, God! Boah, das ist so behindert. Kann ich auch geben? Boah, wer hat denn Brillen noch, Alter? Ich glaube, du kommst da nicht. Gefühlt jeder. Cool, Leute. Bro, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Den Punkt kann ich dir leider nicht geben. Okay. Scheiße. Der sieht einfach aus wie ein Schwanz. Ja. Scheiße. Wer ist es? Mark Forster. Ich hatte den kurz im Kopf. Ich hatte den kurz im Kopf. Aber wie malt man? Hast du eine Kappe gemalt? Ja, aber wie malt das so? Nein, hier unten hatte ich eine Kappe. Hier unten dachte ich Kappe und Brille. Dann hatte ich tatsächlich Mark Forster. Weißt du was? Ich kann es mir gut denken. Mhm. Dann. Der kann das besser als ich. Dann. Warte mal. Boah, Digga, wie malt man das denn? Ich weiß nicht mehr, wo der Mund ist, verdammt! Scheiße. Da soll ein Mund dabei sein. Okay, kenn ich den? Safe! Okay, Weed, das soll ein Weed. Ja, danke! Okay, ja, scheiß drauf, hast du das schon mal erkannt? Es gibt ja viele Rapper, die... Boah, wo hab ich denn noch Platz?
Ich weiß, was er meint. Mit einem versuche ich es noch. Soll ich sagen? Ja, sag mal. Ja! Danke! Ja, danke, du hast den Hund, hast du den Hund erkannt? Hast du den Hund erkannt? Ich wusste nicht mehr, wo das Maul war. Sieht auch aus wie ein Pferd. Ich dachte die ganze Zeit, aus wie ein Pferd. Ja, ich habe halt versucht, einen Dobermann irgendwie zu malen. Ja, ich habe es halt gar nicht geschissen gekriegt. Oh. Boah, ich will die nicht, ne? Nee, ich will die nicht. Nein, ich will die nicht. Das ist eigentlich... Ja, es ist auch schwierig. Ich mache jetzt am besten... Es ist so behindert, ich sehe einfach nichts. Du hast ganz viel Platz. Tob dich aus. Aber das hier ist einfach das Problem. Ja, dein Pimmel auf dem Kopf? Ich sehe ja die Mitte nicht. Scheiße. Nee. Das ist eine Gitarre! Ja. Lange Haare? Ja. Metal? Ja. Metal? Ja. Oh, Digga, fick mich doch nicht so, Alter. Aber egal, ich hab's geschafft. Scheiß drauf. Wow, wir haben ja nur noch zwei. Digga, was ist das denn hier? Nimm sie dir schon mal hier. Echt? Kommt drauf an jetzt, ne? Also wenn ich jetzt komplett schief male. Ja. Ja. Oui, Pflanze. Richtig? Einfach Reggae. Easy. Sag ich doch. Boah, zum Glück hast du das vorhin nämlich schon mal gesagt. Und dann wusste ich nämlich, okay, kann man das bestimmt miteinander verbinden. Obwohl, hat das besser gemacht. Ey, aber jetzt habe ich dreimal was mit Joint und du hattest zweimal was mit Gitarre, Alter. Ja, ich hab gewonnen. So, Freunde. Also ich bin bereit, dass du das genüsslich, also wirklich genüsslich reinschiebst. Wie ziehe ich mir das ganze Ding jetzt rein? Schrittweise oder in einem Mal? Wie möchtest du das? Das darfst du entscheiden. Ich beiß jetzt erstmal so ein Stück ab. Okay. Oder? Ja. Genießen wir erstmal. Hey, by the way, während er isst, können wir ja darüber reden. Dein Album kommt bald. Willst du darüber mal was sagen? Ja. Ja, was willst du uns da erzählen? Und bis jetzt geht's noch. Jetzt kommt's. Behind the Scenes heißt das Album. Behind the Scenes, okay. Bis dahin kennt ihr auch schon ein, zwei Singles. Okay. Mm. Wofür steht das Album? Würdest du sagen, du hast noch mal mehr Herzblut reingesteckt? Auf jeden Fall. Er sagt halt, es ist immer behindert, wenn man das halt sagt. Ich weiß. Und jeder sagt auch, ja, das ist behindert, wenn es die anderen immer sagen. Aber trotzdem sagt man es. Ich habe auf jeden Fall für mich die geilsten Songs gemacht bis jetzt. Ja, du meintest ja vorhin so, dass du die... PA sagt es auch. Das PA ist ein Lieblingssong von mir bis jetzt. Echt? Komplette Album meinst du jetzt? Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Wir hatten vorhin darüber gequatscht, warum Künstler halt manchmal weniger Songs auf dem Album haben oder sonst was. Und du meintest halt, du hast jetzt diesmal wirklich nur deine Favorites genommen und nicht noch irgendwie zwei Lückenfüller oder so zum Beispiel draufgelassen, sondern wirklich knallhart. Wie viele Songs gibt's? 15 Songs. Aber ich habe es beim letzten Album auch schon so gemacht. Muss man im letzten Album auch lassen. Ich habe da wirklich auch... Schmeckt? Es geht gerade noch, ne? Trinken darfst du noch nicht, ne? Trinken ist noch nicht so. Jetzt kommt der ekelhafte Teil. Ja, jetzt kommt der richtig leckere. Der brennt jetzt schon. Ich hätte da noch eine Idee. Und zwar, wie gesagt, es kriegen ja auch zwei Leute jetzt einmal ein Ticket jeweils, ne? Zwei Leute. Und ihr dürft natürlich in die Kommentare was sollen die Leute in die Kommentare schreiben, damit sie es gewinnen können erstmal? Die sollen hier so Chili-Schoten reinmachen, oder? Einfach den Emoji. Genau, aber einfach den. Aber ekelhaft. Einfach rein damit. Isst das letzte Stück und sing zwei Zeilen aus Weißer Rauch und wir sind fertig. Boah, da wird immer schlimmer gerade. Er kommt richtig ekelhaft. Ich muss einen Schluck trinken, glaube ich. Gleich. Gleich. Alles für die Fans, hallo. Guck mal, du machst das im Endeffekt für die, dass die unterhalten werden, plus meine Tickets. Meine Ohren, kennst du das, wenn du so in die Ohren gehst? Und hier vorne das Stirn, oder? Ja. Hier. Oh, er zittert auch ein bisschen. Boah, aber das ganze Ding ist schon hart jetzt. Ja, ich weiß. Das ist lustig. Oh, er ist ein Ehrenmann, er ist der. Oh ja. Du hast es eiskalt durchgezogen, Bro. Ja, ich hab noch einen Hintergrund. Ja, ist egal, du schaffst das. Stimmt das? Jetzt geht noch. Oh, Gott, ey. Boah. Boah, diese scheiß Kerne sind die schlimmsten. Boah. Ich genieße das gerade so, ne? Okay, jetzt kannst du. Ah, passt? Ne, das wird noch schlimmer damit. Digga, wir haben Milch, ne? Wir haben Milch. Glaub mir, die sind richtig scharf. Ja? Ja, ich weiß es leider nicht. Ich kann es leider nicht sagen. Ah, ist das ekelhaft. Wir quälen ihn voll, Alter. Das ist voll die Quälerei. Okay. Okay, Freunde, ich denke... Du singst dafür. Freunde, ich denke, das reicht. Ich glaube, wir haben ihn genug. Oh, ein bisschen Wasser? Nimm die Milch. Ey, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Digga, ich hoffe, es war das Ganze war es auch wert. Ihr bekommt auf jeden Fall zwei Tickets fürs Konzert, selbstverständlich. Gönnt dem Bruder Hack, hört euch seine neuen Songs an, geht natürlich auf Instagram etc. Du gönnst jetzt erstmal ein bisschen Eistee, hilft glaube ich gar nicht so sehr. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In dem Sinne, macht's gut. Peace. Boah, ich hab das wirklich gerade nicht gespielt, das brennt wirklich echt eher.